Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Discworld 2. Immer noch. Beim letzten Mal, als wir Rincewind allein gelassen haben, und ich hoffe, er hat in der Zwischenzeit keinen Blödsinn angestellt, wollten wir an diesen Sarg da oben ran, aber er war zu weit weg. Deswegen brauchen wir jetzt erstmal etwas, um da ranzukommen. Und ja, das Spiel ist logisch in dem Punkt, wir brauchen also eine Leiter. Keinen komischen Levitationstrank oder irgendwie sowas. Und ich sehe gerade, ich habe die Spitzhacke vergessen, die da rumliegt. Tada! Hey, ganz vergessen. So, und jetzt seht ihr auch mal, wie es aussieht, wenn ich etwas jedes Mal in Truhe ablegen müsste, anstatt dass ihr es schluckt. Draufklicken und warten. Okay. Wer sich erinnert, weiß schon, wo wir die Leiter herkriegen, nämlich von einem gewissen Leiterhändler und zweitgrößten Liebhaber der Welt. Aber ich wurde schon darauf aufmerksam gemacht, ich sollte vielleicht mal erklären, was die Schatten überhaupt sind. Lass mir das Rincewind doch erklären, denn ich kann auch hier im Übersichtsbildschirm Rechtsklick auf die verschiedenen Standorte machen und er sagt seinen Ton dazu. Ah, die Schatten. Jenes Viertel kenne ich gut. Wer hier an akuter Neugier leidet, könnte sich mit Gewichten beschwert im Fluss wiederfinden. Ah, das beschreibt schon ganz gut. Die Schatten sind die übelsten und dunkelsten und gefährlichsten Slums, die ihr jemals sehen werdet. Zumindest in diesem Spiel und in dieser Welt hier. Also, der Neugier ist der Katze tot, trifft es hier. Und da verliert die Katze gleich alle ihre 7 Leben, nicht nur eins. Was machen wir hier? Na natürlich, wir wollen mit Kasanunda reden. Er hatte ja am Anfang schon gesagt, dass er ein großer Leiterverkäufer ist. Gucken wir doch erstmal, wer Kasanunda überhaupt ist für Rincewind. Kasanunda, zweitbester Liebhaber der Scheibenwelt. Offenbar können es selbst kleine Dinge weit bringen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich kann ja mal Rincewind untersuchen, das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Oh, du gerissener Schlingel, du. Das war jetzt eigentlich die falsche Dialogoption. Findet ihr einen Umgang? Okay, versuchen wir nochmal hier. Wirklich, manche Leute. Wenn man ihnen ein Werkzeug in die Hand gibt, spielen sie die nächsten 10 Jahre einfach nur damit herum. Gibt es hier denn niemanden, der sich etwas Vernunft bewahrt hat? Ach, der weiß, was Zielstrebigkeit und Sinn für die Realität bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich spiele mit deinem Spiel hier. Hey, das kitzelt. Ja, wir können auch Rincewind mehrfach anklicken. Es kommen komische Dialogoptionen heraus. Wir können auch versuchen, zum Beispiel in die Truhe reinzusteigen. Lassen wir ihn in Ruhe. Glaube ich. Ob es Zeit wird, dass meine Truhe ein Bad nimmt? Wenn du sie zum Baden kriegst? Ich bezweifle es. Wenn sie sich dagegen sträubt, bist du Hackfleisch. Na, reden wir jetzt mit Kasanunda, bevor ich weiter rumstehe. Ja, und der Kerl hier ist der zweitbeste Liebhaber der Welt. Frag mich nicht, Leute, ich verstehe es auch nicht. Aber bleiben wir bei der Standardformel. Begrüßung. Und du bist, Kasanunda. Leiterverkäufer und Liebhaber extraordinär. Mit Extraordinärem kenne ich mich nicht sehr gut aus. Oh, wie wir tanzten, wie wir tanzten durch die Nacht. Nur den Tanz wir kannten, bis unsere Socken brannten. Also, bei DSDS würde er sicherlich einen Orden gewinnen. Gleich hinter Hamstermännchen. Du bist also der größte Liebhaber weit und breit. Eigentlich nur der zweitgrößte. Aber so wie ich das sehe, wenn die Leute wissen, dass man die Nummer 2 ist, dann glauben sie, man gibt sich mehr Mühe. Auch eine Erklärung. Wie verbringt der zweitgrößte Liebhaber weit und breit seine Zeit? Oh, ich suche immer nach neuen Herausforderungen. Ich halte es für meine Pflicht, Romantik und Trittleitern in das Leben schöner Frauen zu bringen. Ah, so kommen wir auf die Leitern zum Gespräch weiter. Wir können eine gebrauchen. Deine Leiter... Die beste Leiter auf der Scheibenwelt dient dazu, einen Ausgleich zu schaffen. Sie erlaubt es, dem zu klein geratenen Liebhaber die Angebetete auf die Wange zu küssen und nicht etwa auf... das genügt. Nun, ich brauche eine Leiter. Kannst du mir eine besorgen? Nein, ich habe nur eine und die benötige ich selbst für meine romantischen Abenteuer. Wenn du mich einer dem bodennahen Frau vorstellst, einer leidenschaftlichen, wilden Schönheit, dann gehört die Leiter dir. Hoffentlich stellt er keine zu hohen Ansprüche. Ha, hohe Ansprüche für ihn. Ha. Aber er nennt sich der beste Leiternverkäufer auf der Scheibenwelt und hat nur eine einzige Leiter dabei? Fragwürdig. Den Ruf würde ich nochmal korrigieren. Ich soll eine Frau finden, die dem Burschen zuhören kann, ohne einen Schreikrampf zu bekommen? Sie müsste im Koma liegen.
Im Koma liegen also. Bis später. Also, ich weiß ja nicht, ob Koma das richtige Wort ist, aber die gute Dame, die wir letztes Mal ignoriert haben, als ich in der Leichenhalle war, die sieht doch schon recht, bodennah aus. Das ist ein gutes Wort dafür, doch, das bodennah. Somit gehen wir zurück in die Leichenhalle und damit treffen wir auf einen, weiteren Nebencharakter, sagen wir mal, aus der Discworld. Nämlich eine Hexe. Oma Wetterwachs. Kann sehr ungemütlich werden, diese Dame. Sie sollte besser den Schönheitsschlaf bekommen, den sie so dringend braucht. Jupp, Oma Wetterwachs. In dem Punkt erstmal Hexen allgemein. Denn Hexen haben ja auch so wie Vampire eine interessantere Nebenrolle, als man denkt. Das sind weniger Magierinnen oder böse Zauberinnen, sondern hier mehr die Kräuteromas oder Mentorinnen oder weise Frauen, wenn man es so will. Sie können Magie wirken, aber sie wollen es im Grundsatz nicht. Es ist für sie interessanter, die Leute dann mit so kleinen Psychotricks von ihrer Sache zu überzeugen. Ja, im Sinne von, los, wirk mal Magie, willst du das wirklich? Nein, ich will's nicht. So Jedi-Tricks, falls ihr was versteht. Oma Wetterwachs im genauen Detail kommt in den Büchern als eine der zwei Haupthexencharaktere vor. Sie ist das typische Bild einer Hexe. Sie ist grantig, sie ist schlecht drauf und sie macht den Job eigentlich nur, weil sie dann behauptet, dass sie selbst die Beste ist, um es zu tun und sonst würde es ja eh keiner machen. In Discworld 1 hingegen ist man auf eine andere Hexe getroffen, namens Nanny Org. Ich würde das mal übersetzen mit Oma Org im Deutschen, aber ich habe es jetzt nur im englischen Let's Play geguckt, musste mir verzeihen. Und Englisch Wikipedia nachgelesen. Und Oma Org war ja mehr die, eigentlich das Gegenteil zu Oma Wetterwachs. Es war eine aufgeschlossene Hexe, die gerne redet, sich mit jungen, knackigen Burschen, wie Rincewind, ja, sie hat ihn mehrfach angemacht, sehr oft mehrfach, umgibt. Und in dem Zusammenhang auch gern mal auf ein Bierchen ausgeht und abends ein bisschen Kauterback kaut und sowas in ihrem schönen Schaukelstuhl. Diese beiden Hexen kommen in den Discworld-Romanen als Haupthexen vor. Ich glaube im Zusammenhang einmal mit Rincewind und mit einem weiblichen Hauptcharakter, der in den späteren Büchern auftritt. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht den Namen aus dem Kopf, ich habe noch nicht notiert. Aber wir können ja mal Casanunda fragen, was er von der Frau Wetterwachs hält. Ich meine, es trifft auf seine Kriterien zu, es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung, sie zu umgarnen. Nicht wahr? Was ist mit der Hexe? Ich habe die perfekte Frau für dich gefunden, glaube ich. Besser gesagt, ich habe die größte aller Herausforderungen für dich. Sie befindet sich drüben in der Leichenhalle. Ist sie tot? Sie scheint das nicht zu glauben. Dann erhebe ich keine Einwände. Ja, wenn die Frau nicht glaubt, sie ist tot, was soll man dann dagegen sagen? Wahrscheinlich schläft sie einfach nur sehr tief. Dornröschen wartet auf ihren Prinzen. Oh mein Gott, den Gedanken will ich nicht weiterspannen. Boah. Holen wir uns erstmal das Vampirgebiss. Zurück zum Friedhof. Und ich werde den Friedhof gleich auch nochmal angucken, wenn wir auf der Overkarte sind. Habe ich gerade wieder vergessen. Ja, es ist eine Gewöhnungssache, immer wieder Gegenstände anzugucken, an denen man vorbeiläuft. Das habe ich früher auch nicht gemacht, muss ich zugeben. So, Truhe, komm herein und gib mir meine Leiter. Müssen wir auf die Platte, glaube ich, benutzen, oder? Ja, auf die Platte. Somit können wir hier oben sehen, was passiert. Wir haben den Sarg. Ein Sarg aus Kiefernholz. Im Innern ist es gemütlicher als unbedingt nötig. So groß die Versuchung auch ist, sich in einen Sarg zu legen und das Ende des Spiels abzuwarten, ich muss wohl oder übel weitermachen. Oh, er hat's ja mal versucht. Und das Gebiss. Ein Gebiss? Uah. Mit Erdbeerflecken dran. Ja, den Kollegen haben wir schon kennengelernt. Nehmen wir es mal mit. Und direkt der Truhe runterwerfen. Sehr schön. Die Vampirgeschichte wäre jetzt also erledigt. Wir haben unser Anzapfwerkzeug gefunden. Jetzt brauchen wir noch eine Maus. Ja, Maus fangen in dem Punkt ist es nicht. Wir müssen aber einen Ort besuchen, an dem Mäuse an der Tageskarte stehen. Ja, nicht Tagesordnung. Und kurz den Friedhof noch untersuchen für Fun. Eine Art Pflegeheim für die Toten.
Pflegeheim für die Toten, ist klar. Was sagt er eigentlich zum Kino? Mittelpunkt der Stadt. Hier gibt es das neue Kino. Oh, okay. Platz mit Kino gleichgesetzt. Ist mir auch recht. Gut, jetzt müssen wir in den dritten Teil der Schatten. Die Schatten hier sind auf der Karte in drei Teile eingeteilt, weil sie halt auch drei Eingänge haben. Wenn ich in die Mitte klicke, kommen wir bei der Bar raus. Und wenn ich auf den rechten hier klicke, kommen wir bei den Bettlern raus. Von den drei Bettlern brauchen wir nichts, sondern wir müssen hier in dieses Etablissement einkehren. Da geht's zu Gimlet. Gimlet ist ein Restaurant. Gimlet ist ein Zwerg und hat kochmäßig ein wenig andere Vorlieben als der normale Mensch. Erstmal klauen wir uns einen Cayenne-Pfeffer, der auf dem Tisch steht. Den können wir sicherlich noch gebrauchen. Ich glaube, es gibt zwei Dialoge, die man mit Gimlet führen kann. Für den einen muss man am Tisch sitzen, für den anderen muss man mit ihm direkt reden. Also versuchen wir es erstmal mit dem direkten Weg. Gimlet. Hier ist ein Zwerg, der die Bedeutung des Wortes Hygiene kennt. Er hält es für einen Gruß. Nun, wenigstens kann seine Schürze als Speisekarte dienen. Gut, dann Hygiene Gimlet. Einen schönen Tag, der Herr. Was darf ich bringen? Unsere Küche bietet für jeden was. Und das alles zum festen Preis. Mit Essig als Dreingabe. Was bietest du an? Mäuse, Herr. Hauptsächlich Mäuse. Bei Zwergen sehr beliebt. Du kannst sie haben gebacken oder kandiert. Auch am Spieß. Mäuse? Soll das heißen, man isst hier Nagetiere? Nicht nur irgendwelche. Bei uns kommen nur große Dicke am Tisch. Erstklassige Quieker mit rosaroten Schnauzen. In ganz Ankh-Morpork gibt's Kabessere. Wie kannst du so etwas sagen? Indem, dass ich Lippen und Zunge bewege, außerdem die Stimmbänder vibrieren lass. Die Worte erklingen dann ganz von allein. Oh, entschuldige, du meinst das Essen. Wir wählen die Ratten und Mäuse sorgfältig aus. Hinzu kommt eine hygienische Zubereitung. Eine hygienische Zubereitung? Ich wasche mir immer die Hände, nachdem ich sie hab angefasst. Na schön, wie du meinst. Ja, er wäscht sich die Hände, nachdem er eine Maus angefasst hat, um direkt die nächste Maus anzufangen. Ach, wenigstens keine Massenware in dem Punkt. Rattenfleisch. Entzückend. Einfach köstlich. Mäuseauflauf und Rattenragout. Frisch am Tisch gefangen. Du kochst sie? Kochen? Und dadurch den Geschmack ruinieren? Also wirklich, kochen? Dazu haben die Zwerge in ihren Minen noch gar keine Zeit, wenn sie auf Mäusejagd gehen. Vielleicht hältst du die Frage für dumm, aber kann man hier nur Nagetierfleisch essen oder bietest du auch noch etwas anderes an? Nu, wir haben Steine. Steine? Ja, Granit, Quarz. Wir haben auch guten Obsidian, der jeden Tag frisch vom Steinbruch geliefert wird. Für mal Trollkunden. Selbst mit Zuckersteinen für den Nachtisch kann ich dienen. Ratten sind zwar viel leckerer, aber es kann sicher nicht schaden, neue Kunden zu gewinnen. Letztendlich spielt es keine Rolle, woher das Geld kommt, oder? Hauptsache die Kasse klingelt? Genau. Genau. Ja, wobei ich bei der Logik eher sagen würde, warum holt er nicht ein Essen oder Gericht herbei, das Zauberer und normale Menschen von der Straße mögen? Mäuse gehören nicht unbedingt in mein Lieblingsmenü. Zumindest nicht zu Weihnachten. Ach ja, genau. Frohe Weihnachten! Bevor ich es vergesse, das Video vorbei ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt hochladen werde zu Weihnachten, aber es ist noch Weihnachten, also muss ich euch grüßen. Zuckerstein fragen. Zuckerstein, sozusagen Sahnekaramellen für Trolle. Trolle mögen sowas. Für meinen Geschmack ist zu viel Muskovit drin. Allerdings riskieren sie dadurch Zahnausfall. Eine üble Sache für Trolle. Wie dem auch sei, derzeit haben wir keine. Jemand hat die Räder vom Lieferwagen verspeist. Passiert ungefähr einmal pro Woche. Vielleicht sollte ich auch Wagenräder auf die Speisekarte setzen. Na, wenn sie gekauft werden, tu es. Die Info zum Zuckerstein, die wir gerade bekommen haben, ist später wichtig. Und wir werden auch noch auf ihn treffen, aber das ist noch ein gutes Stück hin. Also behaltet's im Hinterkopf. Ratte roh fürs volle Aroma. Warum habe ich plötzlich ein so ungutes Gefühl? Weil du es zu Recht hast. Hören wir jetzt auf damit. Genau.